mich jetzt schon auf die Fragen, die von Ihnen kommen. Und eine Frage ist schon hereingekommen. Die Frage, was ist eine Spiral-CD? Ja, Spiral-CD ist ein Begriff, der eingeführt wurde vor vielen Jahren. Und heutzutage sind alle CDs Spiral-CDs. Deshalb verwenden wir das eigentlich nicht mehr ganz so häufig. Weil jedes CD jetzt ein Spiral-CD ist, muss ich vorstellen. Bei den ersten CD-Untersuchungen, CD-Geräten war es noch schwierig, diese Röntgenröhren zu kühlen, und man hat auch nicht die Computertechnik gehabt, die das hätte berechnen können. Man hat dann immer eine Schicht gemacht, ist einen Schritt vorgefahren, Schicht gefahren, Schritt vorgefahren, Schicht gemacht. Irgendwann sind diese Röhren viel besser in ihrer Kühlung geworden, die Computertechnik viel schneller in der Verarbeitung der Daten. Jetzt ist es so, dass die Röhren, das Röhrendetektorsystem permanent rotiert, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 3 Mal pro Sekunde rotiert das ganze System um den Menschen herum. Das ist es auch das Geräusch, das Sie dann hören, wenn Sie eine CT-Untersuchung machen, diese Rotation des Röhrendetektorsystems um Sie herum. Und während das rotiert, fährt der Patient durch die, oder wird der Patient durch die CT-Röhre durchgeschoben. Und der Datensatz, der dadurch akquiriert wird, der dadurch erzeugt wird, ist mathematisch gesehen spiralförmig. Und die Computer kann das dann wieder in ganz, ganz gerade Schnitte umgesetzt werden. Die nächste Frage, die ich da reinbekomme, ist, welche Untersuchung ist für die Leber indiziert? Ultraschall mit Kontrastmittel oder CT? Das kann man im Einzelfall generell nicht beantworten. Jedes dieser Verfahren ist wertvoll. Der Ultraschall ist ein extrem wertvolles Verfahren, um die Leber zu beurteilen. Wir können verschiedenste Veränderungen in der Leber ohne irgendwelche Röntgenstrahlen, ohne Magnetfeld beurteilen. Und in den meisten Fällen reicht einen Ultraschall aus. Die Computertomographie erlaubt uns ein etwas größeres Untersuchungsfeld. Bei verschiedensten Fragestellungen ist die Computertomographie das Verfahren der Wahl. Und wenn wir mit der Computertomographie nicht weiterkommen, dann kommen wir zur MRT. Man kann definitiv nicht sagen, dass das eine Verfahren besser ist als das andere, weil jedes dieser Verfahren seine Daseinsberechtigung hat und wir keines der Geräte missen möchten, weil wir verschiedene Fragestellungen mit den unterschiedlichen Geräten besser beurteilen können. Im Ultraschall sehen wir bewegte Bilder, im Ultraschall können wir mit dem Patienten sprechen während der Untersuchung, im Ultraschall können wir sehr gut Blutgefäße beurteilen ohne Kontrastmittel. Das sind alles unterschiedliche Verfahren, die je nach Fragestellung beurteilt werden. Die nächste Frage ist, Knochensarkoidose scheint sehr schwer von Arthrose oder anderen Verschleißerkrankungen unterscheidbar zu sein. Können Sie das noch erklären? Es kommt darauf an, wo denn die Veränderungen da sind. Von den Symptomen kann eine Knochensarkoidose durchaus von einer Arthrose schwierig zu unterscheiden sein. Wenn man die richtigen Verfahren dann einsetzt, beginnend mit dem normalen Röntgen bis hin zur MRT, kann man aber eine Knochensarkoidose dann recht gut von einer Arthrose unterscheiden. Die nächste Frage kommt von einem von Ihnen, der schreibt, ich leide seit 2018 unter Sarkoidose Typ 2 und wurde ein Aneurysma festgestellt. Kann das mit der Sarkoidose zu tun haben? Das kann ich generell nicht allgemein beurteilen. Es gibt Aneurysmata, die mit der Sarkoidose zusammenhängen. In der Regel würde ich das aber nicht glauben. Die Sarkoidose, Aneurysmen sind einfach häufig und Sarkoidose kann einhergehen auch mit einer Aneurysma, muss nicht mit damit zu tun haben. Eine Frage, die hier hereinkommt, ob die künstliche Intelligenz bei der Interpretation künftig eine Rolle spielen wird. Die Antwort ist ja, nur kann ich Ihnen nicht sagen, wann es soweit ist. Einer meiner Forschungsschwerpunkte liegt gerade in dieser künstlichen Intelligenz. Es klingt alles am Anfang ganz einfach und auch wenn man sieht, was es heute schon gibt mit ChatGPT und was auch immer, möchte man glauben, dass es kurz vor der Tür steht. In dem medizinischen Bereich sind die Anforderungen aber deutlich höher. Damit wir uns auf der Maschine verlassen können, müssen verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen eingebaut sein. Es muss gut getestet sein. Es muss allseits einsetzbar sein. Es muss bei verschiedensten Vorerkrankungen funktionieren.
Und da wird das Ganze schon etwas komplizierter. Und das ist auch der Grund, warum wir hier gerade bei diesen Fragestellungen international zusammenarbeiten müssen. Wir müssen zusammen den entsprechenden Patientenzahlen haben, um dann die Maschinen zu trainieren zu können, Dinge zu erkennen. Eine Frage ist, macht es Sinn, immer mit derselben Einrichtung untersucht zu werden, um ältere Untersuchungen zu haben? Oder reicht es, die CT mitzunehmen? An und für sich ist es so, dass es reicht, die CT mitzunehmen. Das wird um und auf in der Medizin, also in der Radiologie insgesamt und auch bei das, vor allem bei den interstitiellen Lungenerkrankungen ist es, dass man Vorbilder hat. Ohne Vorbilder ist es auch vielleicht schwierig zu interpretieren, was denn vorliegt, welche Dynamik vorliegt, ob das zunimmt oder abnimmt, und man möchte nicht glauben, wie oft wir Patienten vorgestellt bekommen mit der Frage Verschlechterung und wir haben aber den Patienten noch nie gesehen. Ja. Dann kann man natürlich keine Aussage darüber treffen, ob sich irgendetwas verschlechtert oder verbessert hat. Also es ist ganz wichtig, dass man die Vorbilder mitnimmt und ich würde Ihnen auch empfehlen, wenn Sie eine Untersuchung machen, lassen Sie sich auf CD brennen, dann wer weiß, wenn Sie das nächste Mal woanders hingehen, dann ist es gut, die Bilder mitzuhaben. Gut. Ich sehe keine weitere Frage mehr. Wie unterschiedlich ist die Diätvorbereitung des Patienten für die Bettuntersuchung des Herzens bei Sarkoidose versus Krebs? Da ist die Vorbereitung durchaus sehr unterschiedlich. Bei der Herz-Bett-CT braucht man eine ganz spezielle Diät, wo wenig Kohlenhydrate geschluckt werden, weil das Herz sonst nicht gut untersuchbar ist. Bei Krebserkrankungen ist die Diät nicht ganz so strikt, da muss man auch vorher nüchtern kommen. Aber bei der Herz-Sarkoidose-Abklärung braucht es eine ganz spezielle Diät in den Tagen vorher. Kann eine Neurosarkoidose über die MRT oder CT festgestellt werden oder gibt es andere bildgebende Verfahren, die unterstützen? Das Mittel der Wahl hier ist sicher die MRT. Die Computertomographie ist im Hirn gerade bei dieser Fragestellung nicht das Mittel der Wahl. Da ist die MRT das Verfahren, das uns hier mit der besten Genauigkeit Veränderungen zeigen kann. Welche Rolle spielt die Szintigraphie und Ultraschall bei ILDs? Ist Szintigraphie nicht mehr die Rolle, die sie einmal gespielt hat? Wir greifen heute eher auf die spezielleren Verfahren ein, wie PET-CT. Und der Ultraschall bei den ILDs, vor allem in der Abklärung von Begleiterkrankungen oder anderen Manifestationen, anderen Orten der Erkrankung, wie zum Beispiel der Leber. Bei Patienten mit einem hohen Risiko für eine interstitielle Lungenerkrankung, wie beispielsweise bei Patienten mit einer Sklerodermie oder anderen rheumatischen Erkrankungen, kann man mit dem Ultraschall Hinweise bekommen, dass eine Lungenerkrankung da ist und dann dem Patienten zur CT zuweisen. Das ist mehr so eine Screening-Untersuchung, zu schauen, ob prinzipiell etwas da sein kann. Aber das Mittel der Wahl für die Lunge ist die Computertomographie. Dann eine ganz wichtige Frage. Können Sie bitte kurz ILDs erklären? ILD steht für interstitielle Lungenerkrankung, also Interstitial Lung Diseases. Und das ist ein übergeordneter Begriff für ganz, ganz viele Erkrankungen. Also zwischen 200 und 500 Erkrankungen der Lunge werden unter diesem Dach der ILDs zusammengefasst. Und das sind Erkrankungen, von denen man früher gesagt hat, die gehen vom sogenannten Interstitium der Lunge aus. Das ist das Gewebe zwischen den Zellen. Heute weiß man, dass es nicht unbedingt so sein muss. Wir sind beim Begriff der interstitiellen Lungenerkrankung geblieben. Was man heute verwendet, auch das die diffuse Lungenparenchymerkrankungen, das sind aber Erkrankungen, die nicht infektiös und nicht tumorös sind, die diffus, das heißt ausgeprägt, das Lungengewebe betreffen. Und dazu gehört die Sarkoidose, dazu gehören auch nur andere Lungenfibrosen, da gehören eben mehr als 200 Erkrankungen. Und deshalb, weil es so viele gibt, sind die auch in der Diagnose sehr herausfordernd.
Was sind Rundherde im CD-Befund, ist die nächste Frage. Rundherde sind das, was der Name an und für sich schon irgendwie andeutet, gründliche Veränderungen im Lungengewebe, die vieles sein können. Und Rundherde sehen wir bei fast jedem Menschen. Fast jeder Mensch hat in der Computertomographie einen oder mehrere dieser Rundherde, die in aller Regel sehr, sehr klein sind und überhaupt keine Bedeutung haben. Je größer diese Rundherde, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich hier um etwas Bösartiges handelt, aber das ist bei Gott nicht gesagt. Es gibt ganz viele Gründe für gutartige Rundherde und die große Herausforderung für uns, die in diesem Gebiet tätig sind, ist dann zu bestimmen, welcher Rundherd wie weiterführend abgeklärt werden soll. Nachdem es fast jeder solche Rundherde hat, kann man natürlich nicht jeden biopsieren, das will man auch nicht. Und man muss dann schauen, was man damit macht. Möglichkeiten gibt zum Beispiel, das sind Verlaufsuntersuchungen, das ein Patient aber noch einmal untersucht nach wenigen Monaten, wenn ein Herd bösartiger ausschaut, als wenn ein Herd biopsiert oder auch im schlimmsten Fall dann direkt gleich herausschneidet. Dann gibt es hier die Frage, was sind Trienbad und Milchglas im CT-Befund? Da gehen wir gleich noch einmal dahin zu diesen Bildern hier. Ich habe jetzt kein Trienbad mitgebracht, aber ähnliche Veränderungen. Trienbad bezeichnen wir Verdichtungen im Lungengewebe, die an einen knospenden Baum erinnern. Und ansatzweise kann man das hier erkennen, wenn man viel Fantasie hat, dass es an einen knospenden Baum erinnert. Es gibt dann feine Unterscheidungen. Dieser Patient hat kein wirkliches Trienbad, aber das schaut für das ungeübte Auge relativ ähnlich aus wie das hier. Und wenn ich Trienbad sehe, das ist in den meisten Fällen bedingt oder hervorgerufen durch eine Entzündung der kleinen Atemwege, ein durchaus wertvoller Befund. Milchglasareale sind Anhebung der Dichte des Lungengewebes, wo wir die Gefäße noch erkennen. Das Lunge schaut so aus, als ob man durch ein Milchglas draufschauen würde. Das Lungengewebe wird grau, aber wir können aber immer noch die Lungengefäße erkennen. Im Unterschied dazu, das wäre zum Beispiel auch ein verändertes Lungengewebe, das sehr dicht ist, aber hier können wir keine Gefäße mehr erkennen. Das nennen wir es Konsolidierung. Dann eine allgemeine Herausforderung. Es ist eine riesige Herausforderung, Sarkoidose in der Bildgebung zu erkennen. Gibt es von Ihnen Ratschläge, welche Radiologen die Sarkoidose besser erkennen können als andere? Ich glaube, dass die meisten Radiologen durchaus vertraut sind mit der Sarkoidose. Die Sarkoidose ist jetzt nicht ganz so selten, es ist eine der häufigsten von diesen interstitiellen Lungenerkrankungen. Natürlich gibt es immer wieder spezielle Fälle, die dann eine speziellere Befundung benötigen, aber das geschieht in der Regel dann in den Zentren, wo wir sogenannte interdisziplinäre Besprechungen haben. Wir treffen uns zweimal in der Woche hier die Radiologie mit der Lungenabteilung, wo wir solche Fälle besprechen. Und ich weiß, dass es in fast allen Häusern genauso ist, dass man diese schwierigeren Fälle dann gemeinsam bespricht, Komplikationen zu erkennen, andere Diagnosen stellen zu können und so weiter und so fort. Aber für die klassische Sarkoidose jetzt unter Anführungszeichen haben die meisten Radiologen sicher genügend Erfahrung. Gibt es eine signifikante Korrelation zwischen Sarkoidose und anderen Erkrankungen, zum Beispiel aus dem rheumatischen Formenkreis? Es gibt Korrelationen, aber sie sind nicht ganz so häufig. Also es ist nicht so, dass das jetzt etwas ist, mit dem wir häufig zu tun haben. Das ist jetzt nicht eine häufige Sache. Es gibt manchmal Patienten, die beides haben. Wo sich dann die Frage stellt, sind denn die beiden Erkrankungen unabhängig voneinander oder hängen sie mit zusammen? Bei manchen Erkrankungen gibt es sicher einen Zusammenhang. Die Sarkoidose ist ja für sich genommen ein Mysterium, immer noch in so einem gewissen Maße. Wir wissen nicht wirklich, wie sie entsteht. Man nimmt an, dass es verschiedenste Ursachen dafür gibt. Das ist ein Überbegriff für eine Endstrecke der Reaktion der Lunge auf einen Impuls, einen Trigger.